Seit Monaten hatte sie immer wieder davon gesprochen, sich aber nicht festgelegt am kommenden Montag. Aber soll es soweit sein, Sarah Wagenknecht, bislang Mitglied der Linken, will die Gründung einer eigenen Partei bekannt geben. Bündnis Sarah Wagenknecht solle die Partei heißen und wird wohl für einigen Stunk unter der Linken sorgen. Bei der Bundespressekonferenz am Montag wolle sie Nägel mit Köpfen machen, die Neugründung samt Programmentwurf verkünden, so mehrere Medien. Der dazugehörige Verein BWS für Vernunft und Gerechtigkeit wurde schon gegründet. Mit ihrer Abkehr von der Linken könnte die 54-Jährige endlich Politik nach ihren eigenen Regeln machen. Auf jeden Fall wünsche ich mir natürlich, dass es zur nächsten Bundestagswahl für all diejenigen, die sich eine vernünftige Wirtschaftspolitik wünschen, eine Politik, die die Industrie hier im Land hält und nicht die Unternehmen vertreibt, dass es für die eine sinnvolle, eine seriöse Partei im Angebot gibt. Zuletzt eckten Sarah Wagenknechts Ansichten unter ihren Parteigenossen immer wieder an. Mehr als 50 von ihnen beantragten vor einer Woche den Ausschluss Wagenknechts, nahmen sogar in Kauf, den Fraktionsstatus im Parlament zu verlieren. Die Gerüchteküche um die Parteineugründung brodelt seit Monaten kräftig. Spekulationen müssen eingestellt werden oder aber sie muss sich entscheiden, dann herrscht Klarheit und wir haben unseren politischen Kurs gesetzt. Ihr Themenmix ist nischig. Er vereint linke Sozialpolitik mit konservativer Migrationspolitik. Damit könnte Sarah Wagenknecht der Linken und der AfD einige Wähler strittig machen. Schließlich ist sie zusätzlich auch eine der bekanntesten Politikerinnen Deutschlands. Ihr Wählerpotenzial könnte dementsprechend hoch sein. Die einen sagen, es liegt bei 19% bundesweit. Andere, seriösere Umfragen gehen davon aus, dass man 5% aufwärts rechnen kann. Das ist das Potenzial. Angeblich könnte sich jeder vierte linken Wähler vorstellen, nicht mehr das Original, sondern Sarah Wagenknecht zu wählen. Wie viele Wähler das Bündnis wirklich überzeugen kann, könnte sich bei den Landtagswahlen nächstes Jahr in Thüringen, Sachsen und Brandenburg zeigen. Die würde die neue Partei wohl ordentlich aufmischen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.